Hallo, hier sind wir jetzt im Ingwertunnel. Wir haben ja überall Ingwer gepflanzt und ich möchte euch mal zeigen, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben. Wir haben dieses Jahr hier eine OPL-Folie, 15 μ dick, das ist ganz, ganz dünn, 15 μ, gelegt und da reingepflanzt. Und jetzt kommen Triebe von unten durch. Das kriegt man jetzt hier. Und diese Triebe muss man jetzt befreien. Man sieht auch hier den Trieb. Manche stechen auch durch. Die schaffen das, durchzustechen. Wenn wir jetzt nochmal hier einen Trieb angucken, den müssen wir jetzt da rausholen, befreien. Und insgesamt muss ich sagen, das hat sich wahnsinnig gut bewährt, diese abbaubare Folie, dünne Folie. Der Bestand sieht ganz anders aus. Der Ingwer hat es gern dunkel. Und wenn man, ich sag mal, gemulcht mit Stroh, dann war das so hell, das mag er gar nicht. Er mag es dunkel, warm. Und jetzt haben wir hier dunkel und warm. Und oben an der Folie haben wir schattiert 50% des Lichtes. Haben wir schattiert und darum ist auch der Bestand so schön einheitlich und auch dicht und er bestockt ständig von unten immer wieder neu, also es ist wirklich ein Riesenunterschied zum Jahr davor. Das ist meiner Ansicht nach die optimale Möglichkeit, Ingwer anzupflanzen. Die Folie geht schon kaputt, die löst sich schon langsam auf, gell? Überall wo Wasser ist, wird es so durch die Huminsäuren umgesetzt, wie Laub halt auch umgesetzt wird in Kohlenstoff. Und ja, ich würde sagen, Ziel erreicht.